Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute wieder über Betriebssysteme sprechen. Und zwar wollen wir versuchen, eine Klassifizierung, eine Einteilung der Betriebssysteme durchzuführen. Und ja, es gibt jetzt mehrere Kriterien, die man hier verwenden kann und die man auch trifft, gell? Und zuerst wollen wir den Klassiker mal anschauen, gell? Also klassische Einteilung bezieht sich auf die Anzahl der Prozesse und die Anzahl der Benutzer im System oder auf dem System, gell? Also wenn man eine bestimmte Anzahl von Prozessen betrachtet, gell? Dann kann es sein, dass wir einen Prozess laufen haben, also einen Anwendungsprozess, gell? Nicht also Betriebssystem, sondern Anwendung, einen oder auch mehrere, gell? Und da sprechen wir also von Single Task, gell? Oder Multitask normalerweise, gell? Also trifft auch ja aus Single Processing oder Multiprocessing, gell? Aber oft Single Task oder Multitask Systeme, gell? Und die andere Einteilung ist die über die Anzahl der Benutzer, gell? Also da können wir haben also Mono-User-Systeme, also Systeme, die für die Arbeit eines Benutzers am Rechner gedacht sind, und Multi-User-Systeme, wo man also damit plant, dass also mehr als ein Benutzer gleichzeitig auf einem System arbeiten kann, gell? Mhm. Schauen wir mal. Und diese Einteilung, das ist jetzt wirklich ein Klassiker, den man öfter mal trifft, gell? Und zwar beginnen wir mal bei Mono-User Single Task, gell? Also Mono-User Single Task betrifft also ja einen Benutzer, gell? Also kein Betriebssystem, wo eben kein Benutzer drauf gearbeitet hat, gell? Also nicht irgendwelche alten Betriebssysteme aus den 40er Jahren oder 50er Jahren, wo niemand damit gearbeitet hat, gell? Also kein interaktiver Benutzer, sondern der Operator, der dem System die Jobs geliefert hat, nein, gell, sondern ein Benutzer. Und ja, hier haben wir vielleicht mehrere Systeme, gell, es sind oft ältere Systeme, die eben Single-Task und Mono-User sind, gell, und das am weitesten verbreitete war sicher das MS-DOS-System, gell, also die Microsoft hat damit wirklich einen großen Erfolg gehabt, gell. Aber nicht nur MS-DOS, vorher hat es etwas gegeben, das war so, ich würde mal sagen, ein Vorläufer von MS-DOS, das CPM, gell? Gell? Oder andere, jo, nicht alle, sondern alte PC-Systeme, gell? Also wenn wir so die ersten PC-Systeme gehabt haben, gell, haben wir oft einen Task auf einem System laufen gehabt, gell? Mhm. Und heute haben wir sehr oft Systeme, wo wir Mono-User-Betrieb haben mit Multitask. Gell? Also ein Benutzer arbeitet am Rechner, aber er kann mehr als einen Prozess laufen haben. Und das ist das, woran wir uns eigentlich gewohnt haben. Gell? Mhm. Ja, und da haben wir sehr häufig am Desktop eben Windows-Systeme laufen. Gell? Also die sind ja sehr populär. Gell? Und ja, die waren am Anfang eher schlechte Multitask-Systeme, gell? Vor allem weil es aufgebrauchte DOS-Systeme waren. DOS mit Oberfläche war nicht so toll. Gell? Mhm. Gell? Es hat dann eine Zeit gegeben, das war in den 90er Jahren. Dort haben viele die Microsoft so ein bisschen belächelt, gell? Und da hat die IBM das OS 2 gebracht für die PCs und das war eigentlich wirklich ein tolles Betriebssystem und es hat noch sehr lange als Client-Betriebssysteme in IBM-Netzen überlebt, gell? Also in Südtirol zum Beispiel, auch in vielen Banken oder so, gell? Hat man da noch sehr lange OS 2 benutzt, gell? Und als Benutzer, gell, hat man da so gesehen, nein, der hat da was in der Bank, das ist nicht Windows, gell? Ah, das war OS 2, gell? Das ist wirklich sehr lange benutzt worden. Mhm. Ja, oder die verschiedenen macOS, gell? Also alte macOS oder dann OS X, gell? Oder jetzt wieder macOS, gell? Also irgendwo Apple-Betriebssysteme, gell? Oder Android, gell? Also für die mobilen Geräte da, gell? Also da so
gell, haben auch mehr als einem Laufen, gell? Mal mit einem besseren oder weniger guten Multitasking, gell? Aber man kann halt mehr als eine App laufen haben, gell? Normalerweise so. Oder iOS, gell, von Apple, gell? Oder jo, wer sich noch erinnern kann und graue Bärte trägt, gell? Amiga OS aus alten Zeiten, gell? Also das war zwar nicht jetzt das sicherste Betriebssystem, gell? Aber Multitasking kannte es, gell? Ja, und dann, wie viele Leute auch ein GNU/Linux einsetzen, gell? Also eigentlich ein von Unix abgeleitetes Betriebssystem, aber auf dem Desktop kann auch ein Benutzer damit arbeiten. Oder von Google, das Chrome OS, gell? Also bei uns hier in unseren Breiten ein bisschen weniger verbreitet, gell? Aber viele Leute, ja, in den USA soll es bestimmte Verbreitung haben, mehr als bei uns, gell? Kann sein, gell? Also ich kenne mich da nicht so aus in den USA, gell? Das ist eine andere Welt, gell? Okay, dann Multi-User. Multi-User jetzt im Sinn, dass mehrere Benutzer am Rechner arbeiten können, gell? Und mehrere Benutzer am Rechner bedeutet jetzt, dass wir nicht, naja, die Leute haben, die sich um die Tastatur streiten, gell? Also das ist nicht der Fall, gell? Nein, gell? Also wir sollten also ein Betriebssystem haben auf einem Rechner, an dem mehrere Terminals hängen, gell? Und das kann eine spezifische Verkabelung sein für die Terminals, das kann aber auch ein allgemeines Netz sein, gell? Und ja, das, wenn wir das weiterdenken, gell, dann kommen wir doch hin, gell, wo wir heute oft ja, mit der Cloud arbeiten, gell. Aber das ist dann nochmal ein weiterer Schritt, gell, also wo das dann irgendwo in die große, weite Welt hinausgeht, gell. Wo wir also bei uns dann einen vollwertigen Rechner haben und wir benutzen dann die Dienste der Cloud, gell. Also das ist nochmal ein Schritt, der weitergeht, gell. Welche Betriebssysteme haben wir da? Multitasking und Multi-User-Systeme, gell? Also ja, ursprünglich natürlich mal Unix, gell? Unix ist das Paradebeispiel für Betriebssysteme, gell? Die viele Prozesse laufen haben können und zugleich auch mehrere Benutzer am System haben können, gell? Also die Anzahl der Benutzer und der Prozesse hängt sehr häufig einfach nur von der Kapazität der Hardware ab, gell? Vor Unix das Multics als Vorläufer, gell? Und da hat man einfach Terminals dran gehabt, gell? Also, und dasselbe, gell, das kann man auch mit dem, ja, Linux machen, gell? So wie wir das im Schulnetz haben, gell? Dort haben wir das LTSP, dieses Linux Terminal Server Project, mit dem wir das gemacht haben, gell? Funktioniert, gell? Kleines Linux spielt großes Terminalsystem. Ja. Und was ganz interessant ist, man kann das auch mit einem Microsoft Windows machen, gell? Also da gibt es so verschiedene Lösungen, Citrix oder so ist recht bekannt, gell? Also man kann dort mehrere Benutzer direkt am Windows Server dann arbeiten lassen, gell? Remote, gell? Also nicht jetzt als Dateiserver, wo man ein paar Dateien hin und her schiebt, sondern direkt dort arbeiten lassen, gell? Ja, ist nicht so verbreitet, gell? Ja, oder IBM-Tradition. Ganz viele Lösungen, zum Beispiel eben OS 360 in Südtirol hat bestimmte Verbreitung gehabt, gell? Also auch im Landesnetz oder so, der Provinz, gell? Gell? Oder später OS 93, gell? Oder ZOS und, gell? Also da gibt es alles Mögliche, gell? Und ja, da kann man eben verschiedene Sachen machen oder unter anderem auch über Terminal direkt am System arbeiten, gell? Ist also eine feine Sache, gell? Ja, dann haben wir noch Multi-User und Single-Task. Und ja, Multi-User, Single-Task, das ist etwas schwierig, gell? Also man kann jetzt nicht viele Benutzer gleichzeitig am System haben und man erlaubt nur einen Task laufen zu lassen. Das geht dann nicht, das schließt sich gegenseitig aus, gell? Okay, ja, was haben wir sonst noch, gell? Also, es gibt noch andere Kriterien, wie man so eine Klassifizierung machen kann und eines, das haben wir schon bei der Geschichte gesehen, ist, gell, es gibt also Betriebssysteme für dedizierte, gell, File- oder Dateiserver, gell, also Dateisysteme, die man im Netz anbietet, gell. Und ja, warum dediziert? Was bedeutet dediziert? Das sind also Systeme, die
keine Arbeitsplätze sind. Gell? Hier sitzt kein Benutzer dran. Gell? Es ist vielleicht ein Administrator dran. Gell? Und der Administrator, der geht einfach nur zur Administration und das System, gell? Aber wenn er arbeitet, hat er auch ein Client-System. Gell? Mhm. Gell? Und ja, was hat man hier? Hier hat man verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Wenn man in einem LAN ist und im LAN hat man häufig Microsoft-Clients, gell? Also Windows-Maschinen, an denen man arbeitet, gell? Dann ist es sehr häufig so, dass auch ein Microsoft-Server im Einsatz ist. Gell? Also die ersten waren also so die NT-Server. Gell? Es hat auch Microsoft-Server-Lösungen gegeben, noch mit Windows, ab Windows 3.11 und so. Gell? Also das hat nicht gut funktioniert. Gell? Überhaupt nicht. Gell? Aber ja, mit Windows NT. Server, gell, dann 2000 Server und dann eben die dedizierten Betriebssysteme, zu denen es kein Desktop geben hat, 2003, 2008, 2012, 2016 und so weiter. Gell. Also das sind dann eigene Server, Betriebssysteme, gell, die nicht dafür gedacht sind, dass man als Benutzer davor sitzt und Texte schreibt oder im Internet surft. Gell. Okay. Ja, oder eine andere Lösung, gell? Ab den 80er Jahren haben wir Nobel-Netzwerk gehabt, gell? Also eine ganz, ganz tolle und später dann auch reichlich komplizierte Server-Betriebssystem-Lösung für dedizierte Server, gell? Hat sich ganz, ganz viele Sachen ausgedacht, musste man zuerst viele Bücher lesen, gell, und studieren, bis man da mal verstanden hat, was die wollten, gell. Aber war eigentlich eine coole Sache, gell. Aber eben, wie gesagt, also reichlich kompliziert irgendwann dann, gell. Und es ist nicht so, dass der Microsoft Server unkompliziert ist, gell. Das ist auch nicht mehr so, dass man einfach nur die CD einlegt oder die DVD und dann macht das alles mit weiter, gell? Also das ist nicht mehr der Fall, gell? Aber auf jeden Fall, Nobel Network ist zu einer Zeit kompliziert geworden, als die Leute das nicht immer akzeptiert wurden. Und es war nicht nur kompliziert, sondern es war auch teuer, gell? Also es ist einfach teuer geworden, gell? Und die Microsoft war da einfach auch der billigere Anbieter, gell? Mhm. Ja, und dann haben wir auch die Möglichkeit, mit GNU Linux Dateiserver anzubieten. Gell? Und da gibt es eine eigene Serverlösung, das ist dann Samba. Samba heißt der Dienst dafür. Gell? Und mit Samba kann man dann Microsoft-Netze bedienen. Gell? Ja, ist auch eine lustige Sache. Gell? Also ja, kleine Linux-Server für große Microsoft-Clients. Gell? Mhm. Ja, oder es gibt auch irgendwo File-Server-Dienste von Unix, gell, für Unix-Systeme, normalerweise nicht für Microsoft-Systeme gedacht, gell, also Unix-Dateisysteme für andere Unix und so weiter zum Beispiel, gell, trifft man schon, hat man früher öfter getroffen als heute. Mhm. Ja, wie gesagt, dedizierte Server sind keine Arbeitsplätze, gell, also nicht im Sinn, dass ein Benutzer daran arbeitet, der Administrator verwaltet das, gell, und das war's dann, gell? Mhm. Ja, wo findet man solche dedizierte Server, gell? Man findet sie vor allem auch im betrieblichen Umfeld, gell? Also im Betrieb ist unerlässlich, dass, und ist einfach wichtig, dass die Daten der Benutzer nicht irgendwo herumliegen, gell, sondern an einem Server sind. Und auf dem Server werden sie dann auch gesichert, gell, da sind die Zugriffsrechte verwaltet, gell, bestimmte Sachen darf der einsehen und bestimmte darf die einsehen, bestimmte dürfen sie gemeinsam einsehen, gell, also da gibt es auch eine Rechtestruktur, gell, also das ist dann eine ganz feine Sache, gell, und im Betrieb brauchen wir das, gell, also wenn wir nicht zum Beispiel stellen wir vor, wir sind ein Handwerker, der alleine arbeitet und seine Rechnungen dort macht und seine Kundenkontakte pflegt oder so, der hat vielleicht kein
Server laufen, da hat halt der Client und macht sich dann eine Sicherung auf einen NAS oder so, gell, und das war's dann, gell, und hat keine, und wenn der alleine arbeitet, dann war's das, gell. Wenn das aber jetzt schon eine Autowerkstatt ist und in der Autowerkstatt, da sind zwei, drei Bildschirmarbeitsplätze, plus sind noch mehrere Geräte vernetzt, gell, zum Beispiel die Hauptuntersuchung durchzuführen und, gell, da braucht man schon eine Vernetzung und wir werden dann wahrscheinlich auch einen Dateiserver brauchen, der zentral die Dateien, dann die Dateien da eben dieser Benutzer dann speichert irgendwo zentral und auch zentral ja, Druckerdienst macht oder was weiß ich, Internet-Schnittstelle anbietet und, gell? Gell, okay, ja, wie gesagt, eben, ja, Print-Server, gell, und so weiter, gell. Etwas, was, ja, was man eigentlich schon 30 Jahre daran denkt, gell, und schon auf den Terminalsystemen irgendwo gehabt hat, ist diese Verfügungstellung auch von Software, nicht nur Dateien, gell. Und da geht man jetzt noch eben diesen ganzen Schritt weiter, dass das eigentlich nicht im LAN stattfinden muss, sondern irgendwo draußen im Internet ist und dieses Cloud Konzept, gell, hat hier eine bestimmte Popularität, gell. Das Problem ist natürlich das Vertrauen, gell. Also in die Cloud muss ich ja auch vertrauen können, gell, weil wenn mir die Cloud die Unterhosen auszieht, gell, habe ich auch kein Geschäft gemacht, gell. Also habe ich die Daten lieber in der eigenen Firma, im eigenen Betrieb, gell, und nicht irgendwo in der Welt herum, gell. Und ja, da muss man ein bisschen aufpassen, gell. Aber es ist eine interessante Entwicklung. Eine Entwicklung, gell, die man eigentlich, ja, an die man schon lange gedacht hat, schon seit Jahrzehnten, gell. Aber die eigentlich erst jetzt möglich ist, nachdem wir auch die Bandbreite haben. Bandbreite, mit der wir das machen können, gell, das ist dann auch wichtig, gell. Ja, dann haben wir Betriebssysteme für Echtzeitsysteme, Realtime, gell. Oder eben eingebettete Systeme, gell? Also weniger Systeme für Benutzer, gell? Also Benutzer können wir hier, Betriebssysteme für Benutzer, die sind irgendwo hier oben eingeordnet. Ne? Echtzeitsysteme oder Realtime-Systeme, gell? Sind Betriebssysteme für Geräte, für Steuerungszwecke, gell? Und bei Steuerungszwecken ist es oft wichtig, dass man bestimmte Reaktionszeiten garantiert, gell? Und das hängt jetzt davon ab, was wir steuern wollen, gell? Wollten wir die Heizung der Schule steuern, gell? Also dort ist die Reaktionszeit nicht so wichtig, gell? Weil das ganze Wassersystem dort drinnen und so weiter, das ist ja langsam, das dauert lange, bis das reagiert, gell? Da kann ich auch das Wasser in Minuten messen oder so, gell? Oder ja, in Minuten Heizungen ein- und rausschalten, gell? Also das ist alles kein Problem, gell? Gell, wenn ich aber jetzt ein System habe, gell, zum Beispiel ja, im Automobilbau, gell, ich muss den Motor ansteuern, gell. Wenn da der Motor mit Tausenden von Umdrehungen pro Minute arbeitet, gell, das können immer noch 100 Umdrehungen pro Sekunde sein dann, gell, wenn ich 100 Umdrehungen pro Sekunde habe, dann wird das Ganze kompliziert. Da muss ich schnell reagieren, gell? Da muss ich meine Kennlinienfelder und so weiter, das muss ich ja so und so oft pro Umdrehung, dann muss ich reagieren, gell? Ja, da muss ich Reaktionszeiten anbieten, gell? Und das muss ich garantieren, weil wenn ich das nicht garantiere, gell, und das zündet nicht, gell, dann, ja, dann geht es nicht gut, gell? Dann brauche ich keinen Computer nicht, gell? Dann mache ich das gut mit einer mechanischen Lösung oder elektrischen Lösung, gell? Und das war's dann, gell? Na, die Reaktionszeit muss garantiert sein in dem Fall, gell? Ja, und ja, was hat man da verwendet, gell? Also oft hat man da einfach auch ein MS-DOS-System verwendet, gell? Also ein Prozess zur Steuerung, Betriebssystem MS-DOS, Betriebssystem MS-DOS ist ja ist nicht so, drängt sich nicht so auf, gell? Also macht zwar ein bisschen Buffering von dem und vom anderen und so, gell? Aber verbraucht wirklich nicht viel Leistung.
Und wenn man jetzt da einen Prozess laufen hat, also ein Programm, das läuft und die Steuerung macht, gell, dann ist man irgendwo selbst der King im System, gell, und das eigene Programm, das dort läuft, das hat die komplette und vollständige Kontrolle und ist dann auch dafür verantwortlich, dass reagiert wird, gell. Aber das Betriebssystem nimmt mir da nichts, gell, oder fast nichts, gell. Also das hat eigentlich oft recht gut funktioniert. Und dann, ab den 80er Jahren, ist QNX dann auch gekommen und später Realtime Linux, gell? Also ein Linux, das einen bestimmten Prozess dann auswählt und dem da eben Garantien gibt. Gell? Und ja, damit hat man eigentlich ganz interessante Sachen gemacht. Gell? Also Multitasking auf ein Echtzeitsystem und so, gell? Schon cool. Gell? Also das sind jetzt zwei Anwendungsbereiche, gell? Also sowohl Datei- und File-Server, gell? Oder auch Echtzeitsysteme oder für Embedded-Systeme, gell? Eingebettete Systeme. Das sind also ganz spezielle Sachen. Dann gibt es noch eine Einteilung, die hängt ein bisschen mit der Architektur des Betriebssystems zusammen. Gell? Und zwar sprechen da manche von Schichten oder andere von Schalenmodell. Gell? Und wenn man da jetzt ein bisschen nachschaut, gell, also da findet man dann so alle möglichen Sachen und so. Gell? Aber mir gefällt es da, das ein bisschen zu unterteilen und zu sagen einfach, ja, das Schalenmodell, gell, das ist so ein bisschen wie in der Chemie, da habe ich auch so Schalen gehabt. Gell? Im Atommodell und so, gell? Und bei Betriebssystemen sind dann auch so die Dinge schalenmäßig aufgebaut und eine Schale schirmt also das Innere vom Äußeren dann ab, gell? Also die Schalen, die schirmen eben schön ab, gell? Und dort hat man dann einen guten Schutz, während bei den Schichten, gell? Ja, die werden auch für alle möglichen Betriebssysteme verwendet, um das darzustellen, aber mir gefällt es recht gut zu sagen, naja, Schichtenmodell, gell, schirmt nicht so schön ab wie das Schaltenmodell, gell? Und Schichtenmodell zeichne ich dann lieber auch so bei etwas wie zum Beispiel ein DOS, gell, MS-DOS oder so, zeichne ich lieber als Schichtenmodell, gell, während ein kernelbasiertes Betriebssystem zeichne ich ganz gerne als Schaltenmodell, gell? Mhm. Ja, wollen wir mal, gell? Schauen wir, ob uns das gelingt, gell? Also, gehen wir mal ein Schichtenmodell zeichnen. Wenn wir da sagen, okay, wir nehmen da MS-DOS drunter, gell, dann haben wir, was haben wir ganz unten? Ganz unten haben wir die Hardware. Gell? Und naja, auf die Hardware müssen wir zugreifen. Und wer verwaltet uns die Hardware? Richtig, das Betriebssystem verwaltet die Hardware. Gell? Also haben wir irgendwo das Betriebssystem. Gell? Aber beim Schichtenmodell deckt das Betriebssystem die Hardware nicht vollständig ab. Wir haben also irgendwo noch Software und die Software hat die Möglichkeit, über das Betriebssystem die Hardware zu benutzen, gell? Oder aber einfach schwuppdiwupp ganz runterzugreifen zur Hardware und selbst zuzugreifen, gell? Und das ist jetzt gefährlich, gell? Also das ist jetzt ja, bei DOS-Systemen, gell, wo nur ein Prozess war okay, relativ gefährlich, aber auch nicht toll, gell? Aber wenn wir hier die Möglichkeit haben, gell, von der Software aus direkt aufs Betriebssystem zuzugreifen, ohne große Einschränkungen, gell, dann muss man aufpassen, gell? Da muss der Entwickler wissen, was er tut, gell? Okay? Ja, und dann haben wir irgendwo den Benutzer, gell, wenn wir den zeichnen wollen, auch als Teil des Betriebssystems oder des Rechnersystems, dann ist er ganz oben, gell? Das ist unser Schichtenmodell, gell? Ja, und dann haben wir auf der anderen Seite das, was wir oft als Schalenmodell bezeichnen, gell? Dort haben wir also ganz innen irgendwo das, ja, die Hardware, gell? So, und die Hardware ist eingeschlossen vom Betriebssystem, gell? So, man spricht da auch vom Kernel. So, schauen wir, ob das da geht. So, Kernel. Also das ist das Betriebssystem, gell? Wie der Herr Tannenbaum gesagt hat, nur das Kernel ist das Betriebssystem. Gell? So, und rundherum haben wir jetzt Software, gell? Anwendungssoftware, Programme. Gell? Ich kann alles eigene Programme haben, ich kann auch irgendwo einen Teil haben, gell? Als irgendwo ja, Bibliotheken. Libraries, gell? Also ein Modell, wo ich im Innersten
die Hardware habe, eingeschlossen vom Kernel. Rundherum habe ich meine Software, die also auf den Kernel zugreift oder auf Bibliotheken zugreift, die dann etwas machen kann. Ja, und ganz, ganz draußen habe ich irgendwo, naja, da habe ich den Benutzer. Geil. Okay. Also, das könnte also ein Modell sein. Zum einen Schichten, zum anderen Schalen, geil. Und wenn man da so ein bisschen sucht, geil, dann findet man da so Dinge, geil. Also da hat man, also habe ich das nicht offen gehabt. Geil, okay, da zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel des, das Schalenmodell etwas nach aufgliedert, geil, also nicht nur sagt, naja, da ist einfach Kernel und fertig, geil, sondern da ist eben verschiedene Dinge werden hier dann noch aufgegliedert, geil. Oder wenn ich Schichtenmodell, dann finde ich alle möglichen Schichtenmodelle hier, geil, und jo, eigentlich ganz interessant, aber wichtig, geil. Wir wollen hier die Unterteilung machen und sagen, geil, also die Schalen sperren das Innere, die Hardware schön ab, geil. Und die Schichten machen das halt so, geil. Ja, das war die Klassifizierung der Betriebssysteme.